Einen schönen guten Morgen, willkommen zurück bei Fallout 4 im trockenen und sommerlichen Ödland von Boston. Ja, wir sind jetzt hier im Diamond City und ich habe mal ein bisschen gepennt, damit die Zeit nicht allzu lange, ja, da ist, bis wir zu Travis können, beziehungsweise diese von Vadim organisierte Kneipenschlägerei nachgehen können. Also, ich gucke nochmal ganz kurz auf die Uhr, es ist jetzt 20 nach 1. Das heißt, wir haben noch ungefähr 5 Stunden und 40 Minuten, bis es dann losgeht. Ne, 4 Stunden und 40 Minuten, bis es losgeht. Das heißt, in den 4 Stunden können wir ein bisschen unsere Bude auf Vordermann bringen oder erstmal was trinken, weil unser Charakter hat schon wieder Durst. So. Ich würde sagen, wir räumen hier mal eben ein bisschen auf, wa? Bauen uns ein bisschen was hier weiter zusammen. Dekorieren ein bisschen unser Häuschen, wenn wir schon mal die Zeit haben. Dann kann man das ja auch nutzen. Warum denn auch nicht? So, was nehme ich denn erstmal? Ein Kühler wäre nicht schlecht. Den setze ich mal. Eigentlich würde ich den ganz gerne da drauf setzen. Das Problem ist, da habe ich schon so viel Scheiß liegen. Das heißt, ich muss das erstmal wegpacken. Okay, das beiseite. Plopp. Und das beiseite. Plopp. Und jetzt kann ich da einen Kühler hinsetzen. So. Wir haben nicht so viel Glasfasern, aber gut. Wie rum ist denn der richtig? Ich mach den mal so ein bisschen. So, sehr gut. Das gefällt mir. Noch so einen kleinen Schrank? Oder lieber so einen Hängeschrank. Das wäre ganz gut. Hier, so. Auf der Höhe, so. Wie so eine Küche halt, ne? So. Ja, das finde ich ganz nett. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier ist nisch. Ah, ich weiß, was ich noch gerne hätte. Ist es hier? Oder sonstiges? Naja, das ist diese Idle-Mod, damit man hier so ein bisschen Idle-Sachen hat. Ein Herd? Ja, das kann man auch machen. Gibt es hier noch eine Heile? Waschbecken. Wasserbrunnen. Das wäre auch gut. Wasserspende. Seitpferd. Okay. Was es hier nicht alles gibt mittlerweile. Eine Theke, eine saubere. Nice. Ja, die baue ich mir hier auch wieder hin. So. Piper, weg da. Ich habe hier zu tun. Ich muss bauen. So, auf der Höhe hier. Ja, jetzt rennst du dagegen. Selber schuld. Ist mir egal. Was ist denn hier? Ach ja, ich habe ja auch Swiss Redux, richtig. Kann ich mir auch... Oh ja, ich baue mir ein Klo. Dazu müsste ich hier aber erstmal aufräumen. Das sieht ja richtig scheiße hier aus. Meine Güte. Wie mache ich das dann? Da muss ich erstmal... Den hätte ich auch gerne behalten eigentlich. Weil das sind so Items, die kriegt man so gar nicht. Ja gut, das kann weg. Das kann auch weg. Die können eigentlich soweit alle weg, weil... Was soll ich damit? Ach, da ist ja auch noch ein Kühler. Ja, schick. Den nehme ich. Der kommt hier oben drauf. So, da kommen Getränke rein. So, trotzdem hätte ich gerne... Ist der kaputt? Ja, der ist kaputt. Lohnt sich nicht. Der ist doch noch gut. Mensch, Mignon. Der geht doch noch. Den konntest du ja doch mal hinstellen tun, du. Guck dir das mal an. So. Der lebt doch. Hast einen schönen Moinsrank da drin, nicht? Pissoir. Ja, wenn jetzt hier die ganzen Wände nicht so komisch vollgeklatscht wären mit irgendwas, dann würde man das doch irgendwo hinmachen können. Da zum Beispiel. Erstmal, vorübergehend. Den Wagen. Schiebe ich erstmal hier rüber. So, plopp. Hier ist noch ein Beusteltisch. Der kommt erstmal... Ah, Moment. Ich kann noch das hier hinstellen. So. Und den ein Dingswagen hier zu dem.
So. Dann mache ich meine Power-Rüstung. Kann ich die so tragen? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre auch zu cool gewesen. Den stelle ich mal hier rüber. So. Den Karton da oben drauf. Warte mal, ich muss mal kurz, Ground Snap machen. So. Durch diese gute Platzierungsmod kann man ja auch ein bisschen Klatter hier hin und her bewegen. So, der Karton. Kann hier oben auf den Tisch. So. Ja, das sieht schon alles ganz gut aus, so finde ich. Okay. Jetzt mache ich das eben wieder an. Dann nehme ich diesen Ottoman hier. Der kommt dann hier neben. So. Hm, wie gesagt, nur eben kurz so ein kleines bisschen hier Platz machen, damit wir hier Gummi in Plastik, Gummi in Plastik. So, dann kann der Wagen hier weiter rüber. Zack. Und was noch? Ein Topflappen übersehen. Die Kisten packe ich mal hier rüber. Da eine. Die andere daneben. So. Die Palette kann dann hier rüber. Und den Topflappen, den packe ich mal kurz in die Küche. So, okay. Wie spät ist es jetzt überhaupt? Wie gesagt, ich muss die Zeit im Blick behalten. 20 nach 3. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, was zu machen. Zum Beispiel Licht zu verlegen. Licht. Das ist unter Energie. Also hier, Stecker und Schalter. Licht. Erstmal so was Einfaches hier, wa? Oder? Gibt es da auch was Besseres? Was ist das denn? Bahnstreckenbodenleuchte. Okay. Deckenventilator. Leuchtstoffröhre. Hält das denn da oben oder ist das so fliegend dann? Ja, das scheint zu funktionieren. Oh, nett. Nett? Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Dann mache ich da noch eine dran. Oh, da ist gar kein Strom mehr. Aber ups. Lass mich raus. Lass mich raus. Da habe ich keinen Strom mehr. Ah, ich muss bis dahin Kabel verlegen. Was ist denn das? Die kommt mal hier unter. Oh. Ja. Angenehm. Ja. Gut, wie kriege ich da jetzt Strom rüber? Ein Conduit oder sowas? Leitung. Energieabstrahler. Lichtleitung. Normale Leitung. Kann ich die einfach so hier platzieren oder wie oder was? Oder wie funktioniert das? Ich habe damit noch nie gearbeitet, wenn ich mal ehrlich bin. Vielleicht kann ich ja... Warte. So. Dann das Ding. Hier rüber versetzen. Ups, nee, sieht nicht so gut aus. Hier vielleicht. Dann brauche ich noch irgendwas, was es ja natürlich auch annimmt, ne? So ein Ding für die Wand. Ist es das? Ne, das ist es nicht. Welches ist es denn? Sowas hier? Gibt es das auch andersrum? Natürlich nicht. Noch mal kurz, wenn ich das Ding hier etwas höher setze, dann wird das wahrscheinlich nicht gehen. Okay, dann lasse ich das lieber so. Mach das Ding da mal dran.
Na komm, snap dran. So. Platzieren. Dann kurz zurück. Hier ein Kabel dran. So. Dann läuft die Leitung hier lang. Dann muss ich da noch eine Leitung setzen. Ist es die? Ja. Na komm, kann ich die da dran klipsen? Komm, Junge, klips. Warum machst du es nicht? Hallo, komm. Ich muss die Lampe mal kurz ein bisschen runtersetzen. So, und jetzt gehst du ran? Bitte, komm, sei lieb. Ja. Du, dat geht. Jawohl, dat geht. Was macht denn die Lampe da? Hey. Gut, dann muss ich jetzt hier nur noch irgendwie so einen Energieabstrahler wieder dran packen. Der ist hier gewesen. Vielleicht reicht der ja auch schon. So. Kann ich da auch ein Kabel dran bringen? Nein, kann ich nicht. Scheiße, das war das Verkehrte. Dann doch, was ist das? Das ist eine Lichtleitung, okay. Dann nehme ich den Leitungsknotenpunkt. So. Ich habe mit den Dingern echt noch nie gebaut, aber gut, dass es die so gibt. So, dann brauche ich jetzt nur noch ein Energiewandteil. Das ist hier hinten wieder. Nee. Hier, Stecker und Schalter. Und da. Den baue ich dann hier vorne dran. Oder an die Decke. An die Decke. So. Dahin. Noch ein Kabel rüber. Und schon haben wir da hinten auch Energie. Gut. Ist mir aber noch nicht hell genug, wenn ich ehrlich bin. Da muss hier noch eine Lampe hin. Ist schon ziemlich krass hier. So. Wir haben Licht. Ist ja unglaublich. Nice. So, die Stromleitung hätte ich gerne etwas weiter hier, damit die nicht ganz so scheiße aussieht. So, und das hätte ich auch gerne ein bisschen weiter oben. Ja, so gefällt mir das gut. Wunderbar, das hätten wir. So, wie spät ist es jetzt? Spät genug, um zur Bar zu gehen. Los geht's, Leute. Wir gehen was essen. Dann haben wir unser Haus ja schon mal ein bisschen auf Vordermann gebracht. Das ist doch einfach ein Träumchen. Ich hoffe nur, dass Nikki und Piper jetzt gleich nicht denken, so mit der Schlägerei, dass es da Ärger gibt. Das wäre nicht so toll. Aber ich glaube, hoffentlich ein Notfall. Ich laufe doch nur vorbei. Du. Hallo. Wir bieten Fleisch im Stück an, sonst nichts. Echt? Was hast du denn so? Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Groß, dumm, vier Beine und zwei Köpfe. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotmans. Manchmal bekommen wir auch komisches Zeug von den Karawanen rein. Was ist denn so komisches Zeug? Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von zweiköpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlöck, Bläfliege, Red Hirsch, alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Ja gut, aber... Ich überlege es mir mal. Naja, man muss halt früher oder später mal jagen gehen, wenn man zu weit draußen ist. Hey Mann, ich will nichts kaufen. Ich wollte dir auch gar nichts geben, du Arsch. Meine Güte. Die Leute sind ja drauf hier. Dugout in. Wie spät? Na, noch kurz eben 10 Minuten warten. Vielleicht kommt dann die Meldung. Solange kann ich ja Piper mal kurz ausfragen. Die mitten im Nichts sitzt. Aufgepasst. Zeit für Reiseproviant. Auch eins? Danke. Piper.
Was meinst du? Hast du noch Fragen zu den Feinden des Instituts, Blue? Nö. Machen wir uns auf den Weg. In Ordnung. Ja? Da ist Travis. Okay, wenn Travis gleich da drin ist, dann können wir auch rein. Und schon ist die Quest angezeigt. Na dann, los geht's. Hallöchen. Verpiss dich, Kumpel. Verschwinde. Hey, Vadim. Schön zu sehen, wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Drink brauchst. Ja, zeig mir mal erstmal, was du so hast. Bestell nicht nur einen. Lass es mal krachen. Hehehe, du bist mir einer. Na, ich nehme erstmal ein bisschen Wasser. Eine Köterkeule. Was anderes hast du ja nicht, ne? Nee. Hat er nicht. Und. Ach komm, den können wir jetzt gebrauchen. Dreckigen Ödländer. So, dann essen wir kurz was und gucken uns das Ganze mal an. Das glaube ich dir. So, Travis. Hi. Hallo? Hallo? Hey, Kumpel. Oh, du bist. Was? Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Ach komm. Warum gibst du ihnen nicht ein wenig Kontra? Nein! Ich meine, nein, das wäre schlecht. Bei den Männern könnte das, nun, es könnte zu Gewalt führen. Nichts wird sich ändern, es sei denn, du tust was dafür. So schlimm ist das nicht. Ich komme schon damit klar. Willst du denn nicht, dass damit Schluss ist? Ja, aber... ja, aber... Keine Sorge, ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Du hast Mumm, Kleiner. Mehr braucht es nicht. Oh. Okay. Das... Das reicht. Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Tut mir leid, dass du das nicht findest. Hau euch um! Niedlich. Jetzt mach ich dich und deinen Kumpel da platt. Das ist eine dermaßen schlechte Idee. So, den haben wir. Du kriegst auch eine rein. Oh, Himmel. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Nick, pack die Knarre ein. Hallo. Verschwinde. Hallo. Hey, ich meine, hi. Mal wieder. Hi. Hi. So, jetzt wieder so rauskommst. Verpiss dich, Kumpel. Hey. Wow, ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Ja, also. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Ich kann's nicht glauben. Du hattest recht. Oh. Ich
mich um jede Menge Sachen kümmern. Ich bin dir echt unendlich dankbar. Na also. Aufgepasst. Du. Du siehst aus, als wolltest du mir was sagen. Was meinst du? Es wartet immer der nächste Fall. Das stimmt, aber... Das ist alles, wie du meinst. Yay. Was denn? Hast du dich verlaufen? Ich bin doch kein Touristenführer. Was? Ich hab's zu tun. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Was? Dieser letzte Teil war alles andere als idiotensicher. Du lebst, Travis lebt, alles ist gut. Und der nächste Teil ist einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Okay. Ja, was nehme ich jetzt? Das Sarkastische würde mir gut gefallen. Aber das Erste ist erstmal sinnvoller. Warum soll ich das unbedingt machen? Denk doch mal nach. Ich bin Scarlets Boss. Wenn ich ihr sage, sie soll sich mit Travis treffen, könnte sie glauben, dass sie plötzlich keine Kellnerin mehr ist. Ah. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Na gut, dann gehen wir mal zu Scarlett. Und Nick packt die Knarre ein. Wir sind hier nicht auf einer Ranch. Komm, wir gehen zu der guten Scarlett. Ist eine echte Gefahr. Versuch nicht, vor ihr wegzulaufen. Hallo. Sorg dafür, dass sich etwas Stabiles zwischen dir und ihr befindet. Und dann bete. Ja, stimmt. Da hat Hawthorne recht. Wenn man von der Todeskralle flüchtet, die sind schneller als du. Das habe ich schon oft genug erlebt. So, Scarlett Johansson, wo bist du? Was für ein Pisswetter. Ich will nur meine Ruhe. Ja, dann geh doch ins Bett. Willst du mal was Lustiges machen? Lauf die Basis ab. Glaub mir, ist super. Ja, das sollte man wirklich mal machen. Das ist am PC über Steam eine gute Sache. So, Mademoiselle? Miss? Ich mach grad Pause. Ja, das, ja... Ich will nichts bestellen. Okay, gibt's sonst noch was? Ja, Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Nun... Fändest du es schön, wenn er dich erwähnt hätte? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Hm? Oh, drei. Pass auf, du kannst entweder bei Travis vorbeischauen oder beim Arzt. Das ist deine Entscheidung. Nice. Ne, ich frag erstmal. Warum bist du so nervös? Was soll denn schon groß passieren? Glaub mir, ich kann mir da schon einige ziemlich schlimme Dinge vorstellen. Hey, ich bin einfach noch nicht bereit dazu, okay? Ja, also... Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Gut, das hätten wir. Dann sagen wir jetzt mal Jeffin Bescheid, ne? Kommt ihr mit? Ach so, ich hab noch die Fäuste oben. Hupsi. Ja gut, das ist auch kein Wunder, warum die dann so aggressiv reagieren. Gut, dann reden wir jetzt mit Jeffim. Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Da hat dein Papa nicht ganz unrecht. Raider zum Beispiel sind auch Fremde und sie erschießen Leute. Aber ich bin anders. Ich bin nur ein Reisender, der seinen Sohn sucht.
Yefim, ich bin wieder da. Wo ist Vadim? Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Wieso? Was ist los? Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Ja, das, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Yefim. Sie haben ihn. Sie haben Vadim entführt. Diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Okay, weißt du denn wohin? Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Nein, weiß ich nicht. Er hat sich immer um sie gekümmert. Ich habe mich lieber von ihnen ferngehalten. Travis könnte es wissen. Frag ihn mal. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass Vadim was passiert. Leute, wir müssen zurück nach Travis. Zu Travis, weil... Der gute Yefim hat ein Problem. Sein Bruder ist weg. So ein Mist. Gut, dann sprechen wir jetzt mal ganz schön mit Travis. Das Institut? Ich hab vor denen keine Angst. Nein, wirklich. Ich schwör's. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Brauchst du auch eigentlich nicht. Hey, hallo, Mister. Hey, hallo. Klopf, klopf, Travis, zieh dir was an, ich komm rein. Hey, hallo, was gibt's? Wo bist du? Da. Pass auf. Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Yefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Was? Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Ich mache keine Späßchen, Travis. Ich muss das jetzt wissen. Du hast... Das war kein Witz? Oh... Oh, Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Nee, garantiert nicht. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Mach dich deshalb nicht fertig, Kleiner. Sonst kippst du uns noch irgendwann um. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Okay. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay. Drei wäre eigentlich ganz gut. Aus der Sache solltest du dich besser raushalten. Aber ich stecke doch schon mittendrin, oder? Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorge mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Na gut. Ich mach mal Pause. Ja, dann mach mal Pause. Ein bisschen voll hier drin. Ich geh mal raus. Okay. Dann bereiten wir uns vor und holen Vadim aus der Beantown-Brauerei zurück. Wir müssen was trinken. Wir müssen eine Rüstung das anziehen. Institut? Obwohl, ich kann auch mal ohne, oder? Nee. Bis auf den Zint rüste ich uns mal aus. Weil man weiß nie... Ups, falsch. Man weiß nie, was da so auf uns lauert. Powerrüstung wäre jetzt zu übertrieben, aber... So eine kleine Lederrüstung, das passt schon. So, dann gehe ich mal... Wo habe ich denn meine Rüstung? Oben. Piper kriegt auch eine Rüstung. Okay, also... Erstmal was zum Unterziehen. Eine Armee-Rüstung oder sowas, habe ich das? Natürlich nicht. Hm. Nehme ich mal die beiden Vault-Anzüge. So. Dann lasse ich mal die Klamotten hier. Das auch.
Dann ziehe ich mal den 111er-Anzug an. Harnisch, Metallrüstung, okay. Rechter Arm, linker Arm. Mehr habe ich nicht. Und sie kann nur das. Was, habe ich nur noch das? Hä? Habe ich hier nichts mehr? Was? Hier sind nur Waffen drin. Ich habe keine weiteren Rüstungen mitgenommen. Ich muss mal ganz schnell gucken, ob ich noch was für Piper habe. Moment, aber mein Hut fehlt. Nein, ich habe meinen Hut nicht. Egal. Piper. Brauchst du irgendwas? Ja. Höchste Zeit, nein. Dass wir uns voneinander trennen. Nein. Klar, ich gehe dann mal nach Hause. Nein, abbrechen. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Mit Piper zu reisen erfordert starke Nerven. Das weiß ich aus Erfahrung. Nick, du findest einfach immer die richtigen Worte. Ja, ganz wundervoll. Aufgepasst. Ich wollte handeln. So. Ach, sie hat sogar schon standardmäßig eine Lederkombi dabei. Ja, krass. Obwohl ich mir gerne sehen würde, als Fanservice, wie sie in einem Vault-Anzug aussieht. Nur mal so interessenhalber. Ja. Geht. Aufgepasst. Achte nicht auf die Unordnung. Geht. So. Jetzt hat sie nur so ein Lederteil drüber. Ich muss noch ein bisschen Rüstung kaufen. Das geht sonst nicht. Machen wir mal eben ganz schnell und dann sind wir auch bereit eigentlich. Speichere ich noch und dann geht's los. Ah, die haben alle zu. Hier ist jedes nur denkbare Gut erhältlich, das. Ja, gut, beeil dich. Dann lass mal sehen, was du so hast. Absolut alles. Sehr gut, dann zeig auch mal her, Minion. Ich hab wenig Zeit. Ja, Kampfrüstung ist auch nicht schlecht. Eine robuste Kampfrüstung. Den wollte ich gar nicht kaufen. So teuer. Mach ich mal so. Für sie ist mir nichts zu teuer. Sag einfach. So, das und das. Habe ich jetzt zweimal rechtes Bein? Ah Gott, ich bin gerade ein bisschen. Darf ich das nicht an? Nee, das muss ich noch anziehen. So. Ach Bescheid. Haben alle Fremden so komische Sachen an wie du? Okay. Gut. In Ordnung. Jetzt nur noch mal kurz speichern. Ich habe gehört, dass du verdammt viele Fragen in der Stadt stellst. Und dann, wenn wir gespeichert haben, machen wir uns auf zu Beantown Brauerei. Zur Beantown Brauerei, genau. Ich muss meinen Hut noch mitnehmen. Ist es der? Ja. Gut. In Ordnung. 12 Uhr. Die perfekte... Ah, okay, jetzt läuft's wieder. 12 Uhr ist die perfekte Zeit, dahin zu gehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Darum vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann Vadim aus den Fängen von Bull befreien. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Gehabt euch wohl. Hortet euch gut. Auf Wiedersehen.